this is only till the school level we are thinking of this Moggas, that is group care home. Now at present we have 12 Moggas, of which most of them have 12 children each. There are two small homes with 4 children with the family. These families are very specially selected so that they don't abuse children, they look after these children like their own. Diese Pflegegruppen vermitteln den Kindern ein familiäres Umfeld. Während dieser Zeit besuchen sie auch eine nahegelegene Schule. My name is Vinay Kumar. I'm studying 10th class in Chamanth Magga. I will get to A plus rank right now. Johnson and Merama are the parents of my home. I will get to proper all the facilities in Chamanth Magga. I would like to continue my studies for higher levels with the help of Navjeevan. Kinder unter 12 Jahren werden im Kinderdorf Shiguru untergebracht. Diese Oase der Bildung und Freude heilt die psychischen Wunden der Kinder, um ihnen ebenfalls ihre verlorene Kindheit wenigstens zum Teil zurückzugeben. Das Leben im Kinderdorf bietet den Kindern Platz für Spiel, Spaß und Freundschaften. Jedoch kommen die Kinder auch hier in den Genuss von Bildung, um sie auf ein späteres Leben auf eigenen Füßen vorzubereiten. Die Jugendlichen, die eine Ausbildung machen wollen, können dies ebenfalls in einem von Navjeevan geleiteten Projekt tun und dabei Elektriker, Mechaniker, Tischler, Schneider oder auch Installateur werden. Yuva Bhavan, das Jugendhaus, bietet den Jugendlichen während ihrer Ausbildung oder auch des Studiums eine Bleibe. Und nach Beendigung dieser bzw. dessen bietet Virunthi Bhavan den Jugendlichen eine Anlaufstelle. Es ist eine inspirierende Umgebung, die die Jugendlichen fernab von den möglichen Risiken und Gefahren eines jugendlichen Lebens durch gesunden Menschenverstand, gewährleisteter körperlicher Gesundheit und allen weiteren unabdingbaren Erfordernissen auf das spätere Leben als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft vorbereitet. Die gesundheitliche Versorgung der Kinder und Jugendlichen wird durch eine 20 Betten große Krankenstation in Yuva Bhavan gewährleistet. Rund 1200 Kinder und Jugendliche werden hier jedes Jahr ärztlich behandelt. Zusätzlich besitzt Navjeevan die Möglichkeit, sich um HIV-infizierte Kinder und Jugendliche zu kümmern, Kinderarbeit ist ein weiterer Faktor, der das Leben von Kindern nachhaltig negativ beeinträchtigen kann. Nicht nur als großes Industriegebiet bietet Vijayawada einen Nährboden für Kinderarbeit, sondern auch die mangelnden Vorstellungen von einem anderen Leben, emigrierte Familien und nicht gebildete Eltern verstärken das Problem zusätzlich. Und das unabhängig von Alter und Geschlecht der Kinder. Um der rückständigen Situation entgegenzuwirken, hat Navjeevan 1999 ein Programm namens Bala Vikasa Kendra ins Leben gerufen. Die Kinder sollen statt zu arbeiten eine schulische Ausbildung in nahegelegenen Schulen erhalten. Dazu ist sowohl eine Überzeugung der Eltern als auch der Arbeitgeber notwendig. Dabei arbeitet Navjeevan Hand in Hand mit Regierungsorganisationen wie Women and Child Welfare, der National Child Labour Commission und weiteren Organisationen. Im Kampf gegen Kinderarbeit konnte Navjeevan mit seinem Projekt Schule ist der richtige Platz für Kinder unter 14 trotz der weit verbreiteten Traditionen der Kinderarbeit, aber auch gegen die Profitgier der Unternehmer die Zahl der Kinderarbeiter
in der letzten Dekade von rund 7000 auf ca. 375 reduzieren. Najivan organisiert in diesem Zuge auch ein Programm gegen häusliche Kinderarbeit, das sich für die Rechte der unschuldigen Kinder einsetzt, die in der Regel aus traditionellen Gründen, aber auch wegen Armut in der häuslichen Arbeit nicht nur gefordert, sondern regelrecht ausgenutzt werden. ఇందులో దాదాపు ఒక 70 మంది పిల్లలకి ర్యాబర్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఒక 20,000 రూపాయలు ఫైన్ వేయించడం, పిల్లల పేరు మీద ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయడం జరిగిందండి.